jetzt. Ne? Aber so wie aussehen, haben die unheimlich viel Kraft. Nee, noch ein Stück zurück. Noch ein Stück zurück, noch ein Stück, noch ein Stück. Genau, so passt es. Also die Bild steht auf der Bühne. Und ich kann eigentlich nur dazu sagen, seine Frau hat den Führerschein gemacht. Lassen Sie sich mal überraschen. Naja, bei vielen bin ich ja schon bekannt. Ich bin der Alfred vom Sachsenland. Meine Güte, was ist denn heute hier los? Jedes Jahr dieselben Gesichter. Die Renate. Die Weidacher. Der Winkelmann Heinz und der Klaus aus Berlin, grüß dich Klaus, bist wieder vom letzten Mal da oder schon wieder? Vom letzten Mal, ja. Bist du mit dem Auto gekommen, ne? Da warst du aber ganz schön mutig, weil ich will euch mal was erzählen, ne? Meine Frau hat einen Führerschein gemacht. Ja, die haben ja nur wirklich bestanden, ne? 254 Fahrstunden. Ohne Theorie. Das war ein Kampf, das kann ich Ihnen sagen. Ne? Ja, neulich fuhr man dann in der Stadt, ne? Berufsverkehr. Ach du liebe Güte, was soll ich denn bloß machen, hat sie gesagt. Da habe ich gesagt, na Mensch, so lange wie du auf meinem Beifahrersitz gesessen hast, hast du auch gewusst, was zu machen ist. Ist doch wahr, ne? Ne, ich fange gar nicht an, hier alle Männer zu fragen, ne, wer noch in der Situation war, ne, das gibt denn an der Olawelle hier. Ne, eines Tages sind wir am Wochenende so über die Landstraßen gefahren. So immer schön mit 40 Stundenkilometer. Ja, und hinter uns, da bildet sich ja natürlich dann schon eine Riesenschlange. Ja, und die wurde schon ganz nervös und guckte immer so in den Rückspiegel. Ja, und unser kleiner Tommy auf dem Rücksitz hat noch gesagt, Mutti, du brauchst doch gar nicht nervös werden. Die anderen hinter uns, die fahren doch auch nicht schneller. Ja, es gibt ja auch zwei Dinge, die ich ja nun überhaupt nicht mag. Ne? Das sind ja erstens die Vorurteile, ne? Und zweitens Frauen am Steuer. Ne? Ja, an der Fahrschule wurde sie dann gefragt, ne? Wissen Sie denn, warum denn ein Auto einen Innenspiegel hat? Und wissen Sie, was er gesagt hat? Damit ich auch gucken kann, ob ich noch drin sitze. Ja, und dann so mitten in der Fahrstunde, da sagt sie dann zum Fahrlehrer, ne? Also eins kann ich Ihnen ja sagen, ne? Wenn ich die Prüfung bestanden habe, dann setze ich mir ein E-Auto mehr neu, ne? Ja. Und dann noch 265 Tagen, Theorie. Naja, da kommt dann die Prüfung für die Praxis. Ich war dabei, ne? Das war ein Schauspiel, kann ich Ihnen sagen, ne? Das wollte ich mir ja nun nie entgehen lassen. Ne? Ja, fängt die doch allen Ernstes an, den Prüfer zu fragen. Herr Prüfer,
Warum soll ich noch einen Führerschein machen, wenn doch mein Mann schon einen hat, ne? Ja. Die hat mich dann ganz schön Nerven gekostet, ne? Nachts im Bett. Naja, oder Gott, was hat die für Antworten gegeben, wenn sie mich was gefragt hat, ne? Da fällt mir als Mann ja überhaupt nichts mehr ein, ne? Ja, mindestens 20 Mal haben wir ja die Ampel durchgenommen, ne? Und dann habe ich gedacht, Lina, die heißt ja Liane, ne? Aber die sah ja nicht aus wie eine Liane, ne? Wie eine Eiche, ne? Aber ich... Ja, aber so wie es halt aussieht, Eichhörnchen kann ich sie halt auch nicht nennen. Ne? Ja. Ja, ich denke so, was machst du, wenn du an der Ampel kommst? Ne? Nur sagt sie, bei Rot bleib ich stehen. Bei Gelb kratze ich mit dem Getriebe. Und bei Grün, da mache ich Ansatz. Ja, so war das denn mal, ne? Ja, und dann, als ich dann und meine Frau das erste Mal habe meinen Wagen fahren lassen, ne, da sind wir in Kuwait dann, da waren wir mal zu Besuch, hier sind wir nach 2 Stunden ums Krankenhaus umgefahren, ne, weil sicher, sehr sicher, ne? 2 Stunden da. Ja, und dann kam ein Polizist und fragt, sagen Sie mal, warum haben Sie denn Ihren Mann mitten bei voller Fahrt aus dem Auto geschmissen? Na, der Polizist, da wo der aussteigen wollte, war Halteverbot. Ja. 2 Tage später hält uns dann wieder die Polizei an. Ne? Das, wir haben uns schon dran gewöhnt. Ne? Ja, sie hat das Stoppschild dann überfahren. Ne? Da fragt der Polizist. Und sagen Sie mal, wissen Sie denn überhaupt, was das Schild da bedeutet? Da sagt sie, keine Ahnung. Aber da hinten ist eine Fahrschule, die geben Ihnen bestimmt alles. Ja, und es kam ja, wie es kommen musste, ne? Ich habe ja einen ersten Unfall gehabt, ne? Ach Gott, sah das aus. Überschlagen hat sie sich. Das Auto lag auf dem Dach. Kam ein Fahrrad vorbei. Doch der Fahrrad sagt, hatten Sie einen Unfall? Ich dachte, nee, nee. Ich habe das Auto nur mal umgedreht, um zu gucken, wie lange sich die Räder drehen. Ja, und als die Polizei dann auch fertig war mit der Unfallaufnahme, ne, dann musste sie natürlich noch ein Bußgeld bezahlen, ne, und geizig, wie sie ja nur ist, ne, 50 Euro. Ne, hat sie dem das da so hingegeben und kriegt natürlich von dem netten Polizisten ja, kriegt sie ja auch noch eine Quittung. Ne, da sagt sie, was soll ich denn jetzt mit der Quittung? Ne, da sagt sie, na, die heben sie mal schön auf. Wenn sie 10 Stück davon haben, können sie sich ein Fahrrad kaufen. Ja, und gestern, ne, da sind wir dann so die Autobahn lang gefahren. Ne, Gott, war mir schlecht. Kreuzübel war mir, ne? Ich hab keinen Ton rausgebracht. Ja, und da sagt sie mein Schnatterinchen, ne? Die schnattert halt gern, ne? Da sagt sie, also mal Alfred, du sagst ja gar nichts, fahr ich dir zu schnell? Und da sagt unser Tommy auf dem Rückwärts, nee, nee, Mama, du fliegst zu niedrig. Ja. Und dann habe ich den... Heute Morgen sind wir dann zum Menzel in die Werkstatt und habe ich die neue Scheibenwischerblätter geholt. Ne, ne, sind wir heimgekommen, sagt der Tommy, du Mutti, der Papa hat ja neue Klammern für die Strafzettel gekauft. Und nun haben sie ja unser Auto dann geklaut. Ne? Wissen Sie, was er gesagt hat? Der Dieb tut mir vielleicht leid, ne? Wenn der wüsste, dass wir noch 48 Monatsraten betreuen müssen. Hm. Ja, und seitdem fahre ich halt wieder Bus. Und das wollte ich euch erzählen und jetzt mache ich Schluss. Hello! Unser leidgeprüfter Mann, eine Frau, die den Führerschein gemacht hat, jo. Aus Sachsen. Unser Kassierer Ivo Küchler. Hallo!
Das erste Mal in der Bild hat sich eigentlich ganz gut angestellt, oder? Habt ihr auch alles verstanden? Weil das Sächsische ist schon ein schwer, ne? Ich spreche aus Erfahrung, ich komme auch aus der Schweiz. Aus der sächsischen Schweiz, ne? Ich habe alles verstanden. Also auf unser Jahr ein dreifach donnerndes Sessler! 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 Und Herr Kapellmeister, bitte.